Hallo und herzlich willkommen zum Pop Spezial. Heute berichten wir aus Israel, und zwar genau von dem Ort oder aus der Region, wo aus Saulus Paulus wurde. Wir hatten hier das Privileg, unser Lebenszeugnis in Kurzform zu geben, guten 11 Minuten. Und das seht ihr gleich. Wir sind hier mit dem Missionswerk Karlsruhe unterwegs und wollten euch unbedingt auf die Weise auch das mitkommen lassen. Und da seid ihr so ein bisschen zumindest mit bei uns in diesem besonderen Pop. Wir wünschen euch jetzt viel Freude dabei. Ist ein bisschen schattig, was ihr seht, aber ihr könnt alles hören, worum es geht. Okay, Film ab. 88 bei der Israel-Reise hier. Wir waren damals mit 6 Bussen unterwegs. Siegfried hat das geleitet. Daniel habe ich schon da auch gesehen. Du hast alles vorbereitet mit deinem Bruder zusammen. Ihr wart damals schon sehr aktiv dabei. Vielen Dank, das ist fantastisch. Ja, die Situation war die, meine Mama war gläubig seit einem Jahr durch euch, durch Siegfried Müller. Damals die Arnolds, wer die noch kennt, die haben meine Eltern, die sind alle alte Freunde, die haben die eingeladen mit nach Karlsruhe. Und dort haben die sich dann 87 bekehrt, und von da an hatte meine Mutter nichts Besseres zu tun, als mir ständig von diesem Jesus zu erzählen. Ich habe das nicht so ernst genommen, weil meine Mutter war sehr in verschiedenen esoterischen Dingen zuvor zu Hause, hat alles möglich. Jedes Jahr war irgendwas Neues da, und ich dachte, na, jetzt ist es Jesus, der geht auch wieder. Das Problem war, er ging nicht mehr. Alles andere ging. Alles wurde weggetan, verbrannt. All die Horoskope und was wir alles hatten, ging. Und so merkte ich, könnte was dran sein. Aber ich war sehr skeptisch. Ich war 20 Jahre, wie gesagt, ich war junger Unteroffizier in unserer Armee und wollte eigentlich mit Jesus gar nichts zu tun haben. Mein Freundeskreis war eher kleinkriminell und gewalttätig, da aus der Richtung kam ich so. Meine Eltern waren einige Jahre getrennt, in den wichtigsten Jahren meiner Kindheit. Nicht christliches Elternhaus. Ja, und dann kam die Einladung zu der Reise. Meine Mama sagt, komm mit, Bub, ich zahle dir die Reise. Sag ich, okay, wenn du mich mit diesem Jesuszeug in Ruhe lässt, Reisen ist cool, da komme ich mit. Das war eigentlich der Grund, warum ich dann, im Mai war das gewesen, in 88 dann mitgefahren bin. Was ich nicht wusste war, dass meine Mama das irgendwie arrangiert hat mit Siegfried zusammen, dass ich ins Zimmer kam mit einem älteren Herrn, naja, älter, so alt wie ich heute wahrscheinlich, Kurt Quartflick. Ja, und das ist ein Journalist, glaube ich, gewesen vom Beruf und war auch hier Ältester und so. Und ich dachte, der belabert mich jetzt. Und das Gegenteil war der Fall. Er hat mich völlig in Ruhe gelassen. Ich habe ihn immer wieder mal provoziert, aber er ist cool geblieben, würde man heute sagen. Und ich war so einer, wenn wir im Bus haben wir damals gesungen. Das ist ja heute viel Moderator. Wir singen jetzt hier. Bus ist alles entspannt. Aber wir haben im Bus gesungen. Dieselben Lieder, die alten Karlsruher Lieder aus dem weiß-grünen Liederheft. Und ich habe natürlich dann meinen Walkman angehabt, um zu zeigen, ey, ich habe mit euch nichts zu tun, Leute. Das ist überhaupt nicht, was mich interessiert. Und hat dann immer irgendeine Muskelshirts an und kurze Klamotten. Ich bin da so aufgefallen, so dass dann ja meine Mutter wirklich viel Mitleid bekam mit dem Bub, den sie da mitgenommen hat. Ich ging dann spazieren, wenn die Andachten kamen, auch wieder mal auszudrücken, komm, lass mich in Ruhe. Aber ich ging nie so weit weg, dass ich nichts mehr gehört habe. Ich habe immer noch gehört, was da losging. Und dann habe ich die ersten Wunder gesehen. Die ersten eigentlich nicht. Meine Mama war das erste Wunder. Sie ist geheilt worden in einem Gottesdienst, in dem ersten Gottesdienst in Karlsruhe, von einer Unfallverletzung, die sie monatelang gequält hat. Völlig geheilt, könnte man länger drüber reden. Aber deswegen hat sie sich bekehrt letztendlich. Das war ein Wort der Erkenntnis von deinem Papa. Und so fing alles an. Und das habe ich schon mitbekommen. Das ist jetzt nicht so die, wo ich dachte, hier die Fake-Heilung, hier amerikanische Rollstuhl rein und Juhu, Halleluja, raus. Das war echt. Und dann habe ich hier ein paar Heilungen erlebt bei Teilnehmern. Weißt du, eine sehr alte Frau hatte Hautkrebs auf der Hand und der war auf einmal verschwunden. Ich habe den vorher gesehen und nachher gesehen. Ein anderer Mann erzählte, dass unter der Dusche so ein 5-Mark-Stück groß, für die Eltern 5-Mark-Stück großes Hautkrebs abgefallen ist. Einfach so. Und so sind einige, oder der Sohn von einem Bäckermeister, der mitgefahren ist, der schwer behindert war, der auf einmal Dinge tun konnte, die er vorher nicht mehr tun konnte. Der war nicht vollständig geheilt, aber es war deutlich besser. Und all das in meinem jungen Gehirn mit 20 dachte ich, wenn das stimmt, dann habe ich ein Problem, weil ich war kein Guter damals. Und dann habe ich habe angefangen, Kurt Fragen zu stellen am Zimmer. Wie ist es damit? Und er holte sein schwarzes, dickes Buch raus und hat mir alle meine Fragen beantwortet. Mit so einem uralten Schinken, also für mich damals. Ich dachte, wie kann das sein? Bis er dann gesagt hat, ja, wie ist es denn?
Wie werde ich denn so wie ihr? Das war da die Frage. Er sagt, du musst Buße tun, musst Jesus als Herrn annehmen und dann bist du Christ, dann bist du richtig Christ. Der war kaum das Zimmer, der ist runter, das war in Jerusalem im Hotel, der ist runter zum Essen gegangen und ich habe mich dann hingekniet, wirklich neben die Tür und habe gesagt, Herr Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann will ich dich auch. Heute weiß ich als Pastor, weil das war kein korrektes Übergabegebet, aber das war genau, was ich gesagt habe. Und irgendwie hat das doch gehört und hat es ernst genommen und es veränderte tatsächlich innerhalb von ein paar Tagen alles. Ich bin dann an irgendeiner Stelle, wo Jesus war, ich wusste damals ja nichts von der Bibel, an irgendeinem Ort, da hat Gott zu mir gesprochen und hat mir gesagt, ich soll das für meine Generation tun, was Siegfried für seine tut. Das war meine Berufung. Dass ich das irgendwann Gemeinde nennen würde, so keine Ahnung, aber wir haben dann ja zu Hause relativ schnell angefangen. Ich habe mich noch taufen lassen im Jordan. Mit sehr viel Vorbehalte von einigen Leuten hier, wie ich es gut verstehe, ist der schon so weit und so. Der war doch gestern noch so komisch. Und meine Mama sagt, wenn der eine Entscheidung trifft, dann ist es ernst. Dann kannst du entspannt sein. Und es war auch so, es war ernst. Und ich kam dann ja zurück zu meiner Freundin. Wir haben uns erst ein halbes Jahr vorher kennengelernt und sind zusammen gewesen. Und vielleicht sagst du ein paar Worte, die habe ich mich mitgebracht. Ja, ich kann die Verwandlung bezeugen. Wir waren jung verliebt. 11 Tage war er mit diesem komischen Christen weg. Das hat mich sehr traurig gemacht. Und ich habe mich sehr gefreut. Und er kommt zurück und bringt mir aus Israel 2 Geschenke. Eine silberne Halskette. Gut. Und eine Jerusalem-Bibel. Die hat immer noch vorne und hinten so einen Holzdeckel. Und dann vorne ist eine Widmung drin, hat er in Tiberias geschrieben, hier vor Ort an mich. Und da steht sinngemäß drin, dass er Gott gefunden hat. Und dass er sich mehr als alles andere wünscht, dass ich Jesus auch finde. Und wenn ich mich bekehre, würde er mich gern heiraten und ansonsten wäre es mit uns zu Ende. So. Das klingt nicht sehr romantisch, aber als Pastoren sehen wir heute die Kompromisse, die Leute bei der Partnerwahl machen. Und ich sage euch, das ist besser. Und an der Silberhochzeit hat er den Kniefall dann nachgeholt. Also ist alles gut, wirklich. Und der Mann, in den ich mich verliebt hatte, ist nie wieder zurückgekommen aus Israel. Es ist ein völlig anderer Mann zu mir zurückgekommen. Und es ist die Gnade des Herrn, dass es anders war, weil ohne Jesus wären wir nie zusammengeblieben, hätten nie geheiratet. Er war katholisch, ich evangelisch, das kannten wir. Da war niemand, der uns das Evangelium gebracht hat. Niemand hat uns gesagt, dass Jesus rettet. Die in Karlsruhe oder in Israel Karlsruhe haben es uns gesagt. Und wir sind ganz ehrlich, du hast über Pornografie gesprochen. Der Bernd hat alle Pornovideos überspielt, die es gab, auf dicken VHS-Kassetten, alle Horrorvideos überspielt, mit Predigten von Jimmy Swaggart. Eine Schwester hatte mal so ein Videoband ausgeliehen, die haben wir verliehen an die anfangende Gemeinde und sagte dann, Bernd, da ist hinter der Predigt irgendwas Komisches noch drauf. Da war so ein Rest von einem Zombie-Film drauf. Und ihr müsst verstehen, die Verwandlung war dramatisch. Und sie ist dramatisch geblieben. Ich habe in dieser Jerusalem-Bibel gelesen. Man hat mir gesagt, liest das Johannesevangelium, habe ich gemacht. Wenn man verliebt ist, macht man Sachen, die der andere einem sagt. Bin bis Johannes 15, 18 gekommen. Da sagt Jesus, wenn euch die Welt hasst, so denkt daran, dass ihr mich vor euch gehasst hat. Ich hatte ein super behütetes Leben, aber der Teufel hat mir wunderbar dabei geholfen, eine Opfermentalität aufzubauen, ein wunderbares Selbstmitleid zu leben. Und der Herr ist genau an diesen Punkt gekommen und hat es zerbrochen. Und der Heilige Geist hat mich überführt. Ich saß weinend im Kinderzimmer damals mit fast 15 in meinem Bett mit dieser Bibel und habe Jesus gefunden. Und seither sind wir mit Jesus unterwegs, dank euch. Wir lieben euch, wir schätzen euch. Wir sind 2 Jahre lang zum Gottesdienst nach Karlsruhe gefahren. 2 Stunden hin, 2 Stunden heim. Und wir sind euch so dankbar, dass wir durch euch Jesus finden konnten. Ja, und das war uns nie zu viel. Das ist wirklich so. Der Sonntag war weg, aber der war nicht weg. Der war gewonnen für uns dadurch. Ja, und ich bin weiter auch gesegnet worden, auch durch Kurt, gerade in der Anfangszeit. Jedes Mal, wenn wir da waren, oder fast jedes Mal, ist er mit mir in den Bücherladen gegangen, hier zu Mama und hat dann gesagt, das musst du lesen, das musst du lesen, das musst du lesen, das musst du lesen. So, dann bin ich immer mit 4, 5 neuen Büchern nach Hause und ich war wieder Unteroffizier, ich habe meine Leute arbeiten geschickt, das war okay, und ich durfte dann weiter Unteroffizier, das kann man dann lesen. So habe ich im ersten Jahr ungefähr 100 Bücher und Schriften gelesen, das war meine erste Bibelschule eigentlich so, weil danach, es ging ja direkt los, wir kamen zurück, haben sofort angefangen, Hauskreis,
sind sonntags nach Karlsruhe, dienstags Hauskreis. Und so wuchs das Ganze dann zur Gemeinde, was wir nicht geplant haben, innerhalb von 2 Jahren. Viele Soldaten haben sich damals bekehrt. Und so, das ging immer weiter nach außen. Beruflich habe ich Karriere machen dürfen. Gott hat mir Türen aufgemacht, die undenkbar waren bis dahin, bis er mich dann gerufen hat in Vollzeitdienst vor 25 Jahren. So, ich versuche es hier kurz zu machen. Und dann vor 20 Jahren waren Siegfried und Hannelore nochmal bei uns. Heilungsgottesdienst, und er hat mich dann gesagt, Bernd, musst mitkommen nach Korea. Und dann bin ich mit ihm und so einer kleinen Reisegruppe, sind wir danach nach Korea zu Dr. Cho gefahren, zu der, wie ist die Konferenz? Church Grow International, genau. Und so haben wir da auch neue Kontakte gehabt Richtung G12. Also vieles passierte dann auch da, auch nach Afrika, aber habe ich da ein paar Jahre Dienst gemacht, auch Kontakte, die dort entstanden sind. So, und wir haben das Erbe eigentlich des Christus, des Missionswerks, damals noch der Weg zur Freude, wir haben das mitgenommen, das war in unseren Genen. Wir haben die Bücher von Kenneth Hagin verschlungen, also Heilung war definitiv unser Thema. Wir haben mit Leuten gebetet, wir kannten die Bibel überhaupt noch nicht, aber wir wussten, Heilung steht drin, und wir haben Heilungen erlebt, mehr und mehr und mehr. So erlebten wir, denke ich, ja, hunderte von Bekehrungen in den letzten 34 Jahren und wahrscheinlich Tausende von Heilungen, also aller Art. Nicht nur bei uns, wir haben Heilungsgottesdienste gemacht an anderen Orten. Und heute dürfen wir auf 2 YouTube-Kanälen aktiv sein. Vielleicht kennt jemand unseren Pop oder Talk for Two, wo auch wieder viele Leute mit erreicht werden, auch mit dem Evangelium, weil mein Traum heute ist es, Deutschland mit dem Evangelium zu verändern. In der Größe, die Gott mir erlaubt, aber egal, kleine Dinge, große. Wir haben ein paar Bücher schreiben dürfen und können auf verschiedene Weise auch dienen, auch durch meinen vorigen Beruf komme ich hier und da mit Geschäftsleuten zusammen, die mich anfangen nach Coaching und nach Mentoring. Und da ist natürlich Jesus immer voll mit dabei. So, das ist meine Verwandlung gewesen vom Saulus. Ich war kein Christenverfolger, aber ich war definitiv ein Verleugner oder ein Ablehner zum Paulus, in Anführungszeichen, jemand, der Jesus heute mehr liebt als alles andere. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. So, ich hoffe, das hat euch gefallen und hat euch ein bisschen geholfen zu verstehen, wo wir eigentlich herkommen geistlich, weil das ist ja immer ganz spannend. So, wir verabschieden uns für jetzt. Wir werden uns wahrscheinlich nochmal melden aus dem Heiligen Land. Aber bis dahin, lasst das eine nie aus euren Augen. Gottes Schuld an allem Guten in deinem Leben. Okay, bis bald, wir haben euch lieb. Bye, bye.